weiter geht's mit der Parade der Utopien. Bevor ich an unsere Kuratoren übergebe, möchte ich Ihnen kurz die Sprecherin des heutigen Utopie-Parade vorstellen. Das ist zum einen Brigitte Asheuer zu meiner Linken hier vorne, die seit langer Zeit als Sprecherin, Zitatorin und Vorleserin literarischen Texten ihre Stimme leiht und die Sie bestimmt alle an der Stimme auch wiedererkennen werden, weil Sie in unzähligen Rundfunk- und Fernsehbeiträgen für die ARD, Dreisat Arte, ORF, SWR und der ZDF, dem ZDF auch gesprochen hat. Vielen Dank, dass Sie heute bei uns sind. Und zum anderen Barbara Englert, die hier vorne bei mir steht, Sie als Regisseurin und Schauspielerin in Frankfurt auch zum Inventar der Frankfurter Kultur gehört. Und die ich zum Beispiel auch ab und zu in der Nationalbibliothek treffe, und da hat sie mir letztens erzählt, dass sie an einer feministischen Neufassung der Ilias arbeitet, und darauf können wir uns dann alle sehr freuen. Schön, dass Sie weiterhin alle hier sind, und damit übergebe ich das Wort an Tanja Maljatschuk und... Nein? Erstmal die Musik. Okay, erst die Musik. Und dann werden die Musiker von unseren beiden Kuratoren im Anschluss vorgestellt. Aber erst die Musik. Ehre, wem Ehre gebührt. Bitteschön. Thank you.
haben sie mich pausenlos. Das war jetzt gerade Eduard Resacz, ein Komponist und ein Musiker aus Bamberg, aber eigentlich ist er aus Lemberg, aus Lviv, aus der Ukraine, wo er sein Studium begonnen hat. Dann in den 90er Jahren ist er nach Berlin umgezogen, wo er an der Hochschule der Künste in Berlin studiert hat. Er ist ein Mitglied der Bamberger Symphoniker, mehrfach ausgezeichnet. Seine Bearbeitung Prayer for Ukraine von Viktor Silvestrov wurde von vielen renommierten Orchestern weltweit aufgeführt, unter anderem in New York Philharmonic, BBC Concert Orchestra, sowie in Pittsburgh, Montreal. Aber heute ist er dort in Frankfurt mit seiner wehmütigen Cello. Vielen Dank dafür. Ja, einen schönen guten Abend auch von mir. Ich danke meiner Mitkuratierenden Tanja Maljatschuk für diese Arbeit, die investiert wurde in dieses Lesefest. Eine persönliche Anmerkung: Als wir mit der Arbeit daran angefangen hatten, stellte sich heraus, und ich hoffe, ich sage nicht zu viel, dass wir im Grunde viel stärker interessiert sind an der Vergangenheit als an der Zukunft. Und diese Ironie wiederum erinnert mich an eine Stelle, die ich Ihnen vorlesen werde. Ich glaube, ich brauche nicht mehr zu sagen, von wem sie stammt. Es gibt ein Bild von Paul Klee, das Angelus Novus heißt. Ein Engel ist darauf dargestellt, der aussieht, als wäre er im Begriff, sich von etwas zu entfernen, worauf er starrt. Seine Augen sind aufgerissen, sein Mund steht offen. Er hat das Antlitz der Vergangenheit zugewendet. Wo eine Kette von Begebenheiten vor uns erscheint, da sieht er eine einzige Katastrophe, die unablässig Trümmer auf Trümmer häuft und sie ihm vor die Füße schleudert. Ich komme schon zur ersten Einführung der Texte. Nach mir wird auch noch einmal Tanja sprechen. Diese, meine erste Einführung, wird länger sein. Am häufigsten gelesene und immer noch gelesene Utopie beginnt mit folgenden Worten: Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde, und die Erde war wüst und leer, und Finsternis lag auf der Tiefe, und der Geist Gottes schwebte über dem Wasser, und Gott sprach: Es werde Licht, und es ward Licht. Die Sprache der Luther-Übersetzung klingt vertraut, sie ist flüssig, die Konjunktion und verbindet die Sätze. Diese Sprache fließt wie selbstverständlich daher, man neigt dazu, sie zu überlesen. Anders dieselbe Stelle in der Buber-Rosenzweig-Übersetzung. Im Anfang schuf Gott den Himmel und die Erde aber war Irrsal und Wirrsal, Finsternis über Urwirbels Antlitz, Braus Gottes schwingend über dem Antlitz. Der Wasser, Gott sprach, Licht werde, Licht ward. Die Buber-Rosenzweig-Übersetzung ist zu einer der bedeutendsten deutschsprachigen jüdischen Bibel geworden. Den zwei jüdischen Historikern, Philosophen und Religionsphilosophen Martin Buber und Franz Rosenzweig ging es bei ihrer, wie sie es nannten, Verdeutschung der Bibel um eine genaue Übertragung des hebräischen Urtextes oder anders gesagt um Wörtlichkeit, um Wortwörtlichkeit der Nachbildung in der Zielsprache Deutsch. Herausgekommen ist, so empfinde ich das, Poesie, und das ist auch der Grund dafür, weshalb ich Ausschnitte aus ihrem Werk herausgesucht habe. Was bei Luther in der Genesis Tiefe heißt, heißt bei Buber und Rosenzweig Urwirbels Antlitz. Dort heißt es Geist, hier Braus. Der Verzicht des verbindenden Und führt Zäsuren ein, Pausen. Man stockt an den Wörtern, bleibt bei ihnen, sie werden interessanter. Das Buch des Propheten Jesaja, aus dem die Ausschnitte stammen, heißt in der Buber-Rosenzweig-Übersetzung Jeschajahu. Es ist das letzte Buch, das Buber und Rosenzweig gemeinsam übersetzt haben, bevor dieser starb und jener im Großprojekt allein weitermachte. Sie werden es gleich hören, um welche Art Utopie es bei Jesaja Kapitel 2, 9, 11 geht.
In welcher Erscheinung also hier das Nirgendheim oder das Nirgendland tritt? Nirgendheim, Nirgendland, so könnte man das griechische Wort Utopie übersetzen. Der große protestantische Dogmatiker und Religionsphilosoph Paul Tillich, nachdem in Frankfurt-Niederrad eine Straße benannt ist, hat die biblische Utopie als eine vertikale Utopie bezeichnet. Damit ist Folgendes gemeint: Auf der Erde, im Horizontalen, dient dem Menschen die Bibel zum weltverändernden Handeln, das aber letztlich nur im Vertikalen aufgehen kann, in der Verheißung Gottes, in dem endgültigen Heil. Es ist natürlich die Friedensutopie, die im Zug aller Völker zum Zion aufscheint. Schwerter werden zu Karsten, also zu Hacken, umgeschmiedet, Speere zu Winzerhippen. Tanja und ich haben uns gedacht, dazu könnte Kant passen, der ganz ohne religiöse Moral auskommt. Ich übergebe. Danke, Alexander. Sind wir schon in der Zukunft? Nein. Utopische Bücher? Doch, die mag ich, aber nur schlechte. So beginnt der in Lviv geborene, weltberühmte polnische Science-Fiction-Autor Stanisław Lem. Eine seiner Erzählungen. Ich mag schlechte Utopien nicht, ich habe davor Angst. Deshalb kommt heute der Begründer der Utopien, aller Utopien, der Heilige und Märtyrer der katholischen Kirche. Er wurde hingerichtet und schon von Lukas Barfus erwähnt, siehe Thomas Morus, wie Sie vielleicht gehofft haben, nicht. Bei der Lektüre seines Buches habe ich mich furchtbar geärgert. Und zwar deshalb. Alle Bürger der Insel Utopia tragen dieselbe Kleidung, leben in genau denselben dreistöckigen Häusern und um ihre eigene Barmherzigkeit nicht zu gefährden, töten sie ihre Tiere, die Tiere, die sie essen, nicht selbst. Das tun Sklaven für sie. Sklaven sind diejenigen, die die Gesetze des Staates gebrochen haben. Sie sind ekelhaft und tragen reines Gold, um andere zu lehren, dieses Metall zu verachten. Das Privateigentum wird abgeschafft. Ich musste schnell feststellen, dass ich in einem so wunderbaren Land aufgewachsen bin, in der Sowjetunion, wo alle gleich waren oder sein sollten und Kriminelle Gold trugen. Vielleicht habe ich aus diesem Grund nie eine besondere Vorliebe für Zukunftsfantasien und Entwürfe idealer Gesellschaftsformen empfunden. Eine Person schafft sich eine ideale Welt auf eine Weise, die nur ihr passt. Sobald sie aber mit Verbesserungsvorschlägen das Gebiet der zwischenmenschlichen Beziehungen betritt, werden die perfekten Welten plötzlich zu Ideologien und verwandeln sich in Gefängnisse, Ghettos, Gaskammern und Gulags. Ein einzelner Mensch, denke ich, hat das Recht, ein Gefängnis nur für sich selbst zu bauen. Obwohl, auch das darf der Mensch nicht. Denn wie der große deutsche Idealist Immanuel Kant einmal sagte, ich hoffe, dass er es war, der Mensch hat nicht das Recht zu gehorchen. Heute zitiert man Kant immer häufiger. Noch mehr seit dem Angriff Russlands auf mein Land im vergangenen Jahr, Februar. Der schreckliche Krieg in Europa, den sich keiner mehr hätte ausdenken können, stellt eine neue Herausforderung für all jene dar, die hofften, das Wesentliche, das Grundlegende längst verstanden zu haben, was Freiheit ist, was Wahrheit ist, was Frieden ist. Nehmen wir das Wort Frieden. Eine der größten und begehrtesten Utopien, die leider nie verwirklicht worden ist. Warum eigentlich? Vielleicht, weil es für einen universellen Frieden nicht ausreicht, selbst keine Gewalt auszuüben? Vielleicht, weil der Kampf für den Frieden ein Kampf für freie Gesellschaften ist,
Vielleicht, weil es mit Tyrannen keinen Frieden geben kann. Viele meiner Freunde, Schriftstellerinnen und Schriftsteller, die derzeit zum Krieg gezwungen sind, haben diese einfache, wirklich einfache, kantische These empirisch bestätigt bekommen. Aber sicherheitshalber hören wir doch noch einmal Kant zu. Keine Sorge, seine Texte sind einfacher, als man denkt. Auch der Begriff der Freiheit ist nicht gerade der einfachste. Sie gilt als eine weitere Utopie, das heißt unerreichbar, für die aber schon fast mehr Menschen gestorben sind als an Malaria. Und sie tun es in diesem Augenblick auch. Mir scheinen die Begriffe Befreien und Emanzipation viel näher zu sein. Auch wenn man nicht komplett frei ist, ist man wenigstens kein Sklave, keine Sklavin. Hätten die Frauen frühere Jahrhunderte nicht für ihre Befreiung gekämpft, stünde ich heute nicht hier mit einem Universitätsabschluss und der Möglichkeit, Bücher zu lesen, sondern würde als Analphabeten irgendwo in den Karpaten leben, in einer winzigen, stinkenden Hütte mit 12 Kindern, von denen die Hälfte das Erwachsenenalter nicht erreicht, und einem Ehemann, der mich von Zeit zu Zeit mit seinem Herrn teilen müsste. Aus meiner Dankbarkeit heraus hören wir heute eine französische Autorin venezianischer Herkunft, Christine de Pizan, die sich zu Beginn des 15. Jahrhunderts gegen die herrschende Misogynie aussprach und eine literarische Traumstadt entwarf, in der Frauen angemessen gewürdigt und geschützt wurden. Zum ersten Mal setzt sich eine Frau mit ihrer Feder für ihr Geschlecht ein. Hätte Christine de Pizan gedacht, dass im 21. Jahrhundert Frauen auf der ganzen Welt, vor allem in Iran und in Afghanistan, gezwungen sind, ihr Werk fortzusetzen und auf dieselbe Weise zu schreiben. Gott, wenn ich so lasterhaft bin, so wertlos bin, warum hast du mich überhaupt erschaffen? In der Späte der Tage, festgegründet ist der Berg seines Hauses, zu Häupten der Berge, über die Hügel erhaben. Strömen werden zu ihm die Weltstämme alle, hingehen Völker in Menge, sie werden sprechen. Lasst uns gehen, aufsteigen zu seinem Berg, zum Haus von Jakobs Gott, dass er uns weise in seinen Wegen, dass auf seinen Pfaden wir gehen. Denn Weisung fährt von Zion aus, von Jerusalem seine Rede. Richten wird er dann zwischen den Weltstämmen, ausgleichen unter der Völkermenge. Ihre Schwerter schmieden zu Karsten sie um, ihre Speere zu Winzerhieben. Nicht hebt mehr Stamm gegen Stamm das Schwert, nicht lernen sie Fürder den Krieg. Haus Jakobs, lasst nun uns gehen, einhergehen in seinem Licht. Denn ein Neugeborener ist uns geboren, ein Sohn ist uns gegeben. Auf seiner Schulter wird die Fürstenschaft sein. Seinen Wundernamen ruft man, Ratsmann des heldischen Gottes, Vater des Siegesgewinns, Fürst des Friedens. Zur reicher Fürstenschaft und zum Frieden ohne Ende über Davids Stuhl, über seiner Königsmacht zu gründen, die sie zu stützen mit Gerechtigkeit, mit Wahrhaftigkeit, von jetzt in die Zeit fort. Vollbringen wird das Sein des umscharrten Eifer. Dann gastet der Wolf beim Lamm, der Padel lagert beim Böcklein, Kalb und Jungläu mästen sich vereint. Ein kleiner Knabe treibt sie einher, Kuh und Bärin sind Weidegenossen, ihre Jungen lagern mitsammen, der Löwe frisst Stroh wie ein Rind, der Säugling erlustigt sich an der Höhle der Viper,
Nach dem Lichtloch der Kreuzotter patscht mit seiner Hand ein Entwöhntes. Nicht übt man mehr Böses, nicht wirkt man Verderb. Auf all dem Berg meines Heiligtums, denn die Erde ist voll seiner Erkenntnis, wie Wasser, die das Meerbett bedecken. Kant. Christine de Pizan. Als ich eines Tages in meiner Schreibstube saß, so wie ich es gewohnt war und es meinem Lebensrhythmus entsprach, fiel mir auf der Suche nach irgendeinem Lesestoff ein seltsames Buch in die Hand. Ich öffnete es, entnahm dem Titelblatt, dass es Matthäolos hieß, und begann darin zu lesen. Da mir aber sein Inhalt für all jene, die an Verleumdung keinen Geschmack finden, nicht besonders erheiternd schien, blätterte ich nur ein wenig dahin herum und legte es nach einem Blick auf den Schluss beiseite, um mich anspruchsvolleren und nützlicheren Studien zuzuwenden. Aber so unbedeutend dieses Buch auch im Grunde sein mochte, es lenkte meine Gedanken doch in eine neue Richtung. In meinem Innern war ich verstört und fragte mich, welches der Grund, die Ursache dafür sein könnte, dass so viele und so verschiedene Männer, ganz gleich welchen Bildungsgrades, dazu neigten und noch immer dazu neigen, in ihren Reden, Abhandlungen und Schriften derartig viele teuflische Widerwärtigkeiten über Frauen und ihre Lebensweisen zu verbreiten. Und zwar nicht nur einer oder zwei oder nur jene literarisch völlig unbedeutenden Matthäolos, der Lügengewäsch verbreitet, nein, überall, in allen möglichen Abhandlungen, scheinen Philosophen, Dichter, alle Redner, ihre Auflistung würde zu viel Raum in Anspruch nehmen, wie aus einem einzigen Mund zu sprechen und alle aus dem gleichen zu dem gleichen Ergebnis zu kommen, dass nämlich Frauen in ihrem Verhalten und in ihrer Lebensweise zu allen möglichen Formen des Lasters neigen. Da mich diese Dinge sehr beschäftigten, begann ich mein Verhalten als ein Wesen weiblichen Geschlechts zu überprüfen. Und in ähnlicher Weise diskutierte ich mit anderen Frauen, denen ich begegnete, mit zahlreichen Fürstinnen, unzähligen Frauen unterschiedlicher sozialer Herkunft, die mir liebenswürdigerweise ihre geheimsten Gedanken offenbarten. Damit ich auf der Grundlage dieses Wissens und völlig unvoreingenommen abwöge, ob das zutrifft, was so viele ehrenwerten Männer über die Frauen verbreiten. Aber trotz allem, was ich über diese Kanäle erfuhr, fand ich keinerlei Anhaltspunkte für derart abschätzige Urteile über meine Geschlechtsgenossinnen und die weiblichen Stände. Dennoch bezog ich Position gegen die Frauen, weil ich meinte, es ist völlig undenkbar, dass so bedeutende Männer, berühmte Gelehrte von beträchtlichem intellektuellen Format Lügen über die Frauen verbreitet hätten. Und dies an so vielen Stellen, dass ich kaum einmal ein Band moralischen Schrifttums fand, ganz gleich aus welcher Feder, ohne bereits nach kürzester Zeit auf frauenfeindliche Kapitel oder Aussprüche zu stoßen. In diesen Gedanken steigerte ich mich dermaßen hinein, dass ich wie betäubt schien. Zu guter Letzt kam ich sogar zu dem Schluss, Gott habe mit der Frau ein niederträchtliches Wesen erschaffen. Allerdings konnte ich mir nicht erklären, wie der so überaus würdige Schöpfer sich zu so einem solch abscheulichen Werk hat herablassen können. Zur Erschaffung eines Gefäßes, einer Brutstätte und eines Hortes aller Gemeinheiten und Laster, wie jene Männer behaupten. In solche Gedanken verstrickt erfüllte mich gewaltiger Überdruss und große Verzagtheit, denn ich verachtete mich selbst und mit mir das gesamte weibliche Geschlecht, als wäre es ein Irrtum der Natur. In meinem Kummer sprach ich folgende Worte: Ach Gott, warum hast du mich denn nicht als Mann auf die Welt kommen lassen, damit ich dir mit meinen Gaben besser dienen könnte, damit ich mich niemals irrte und ich überhaupt so vollkommen wäre, wie es der männliche Mensch zu sein vorgibt. Während ich mich so mit traurigen Gedanken herumquälte,
ich den Kopf gesenkt hielt wie eine, die sich schämte, sah ich plötzlich einen hellen Lichtstrahl auf meinem Schoß fallen, als wenn die Sonne schiene. Und ich, die ich mich an einem dunklen Ort aufhielt, wo zu dieser Stunde die Sonne gar nicht hinkommen konnte, schreckte auf wie eine aus dem Schlaf gerissene Person. Auf der Suche nach dem Lichtquell hob ich meinen Kopf und erblickte drei gekrönte, sehr vornehm aussehende Frauengestalten, die leibhaftig vor mir standen. Da redete die erste der drei Frauen und lächelte mich an. »Teure Tochter, erschrickt nicht, denn wir sind nicht gekommen, um dir zu schaden oder Kummer zu bereiten, sondern um dich zu trösten und dich aus deiner Unwissenheit zu erlösen, weil uns deine Verwirrung leid tut. Was immer du zu diesem Thema gelesen, aber nie selbst erlebt hast, ich halte es für plumpe Lügen. Sie sind einfach nicht gerecht. Und es ist auch nicht gerecht, die eine Partei mit Schimpf und Schande zu überhäufen, um einer anderen beizustehen. Es widerspricht der Wahrheit, pauschal das weibliche Verhalten zu tadeln. Das ist gerade so, als wenn ich das Feuer rügte, das für sich betrachtet eine gute und nützliche Sache ist, nur weil sich einige an ihm verbrennen. Oder das Wasser, nur weil einige darin ertrinken. Teure Freundin, darum werde wieder du selbst, bediene dich deines Verstandes und kümmere dich nicht weiter um solche Torheiten. Denn eins musst du wissen. Bosheiten, die allerorts über die Frauen verbreitet werden, fallen letzten Endes auf die Verleumder und nicht auf die Frauen zurück. Kant zum ewigen Frieden. Ob diese satirische Überschrift auf dem Schilde jenes holländischen Gastwirts, worauf ein Kirchhof gemalt war, die Menschen überhaupt oder besonders die Staatsoberhäupter, die des Krieges nie satt werden können, oder wohl gar nur die Philosophen gelte, die jenen süßen Traum träumen, mag dahingestellt sein. Der Friedenszustand unter Menschen, die nebeneinander leben, ist kein Naturstand, Status naturalis, der vielmehr ein Zustand des Krieges ist. Das ist, wenngleich nicht immer ein Ausbruch der Feindseligkeiten, doch immerwährende Bedrohung mit denselben. Er muss also gestiftet werden, denn die Unterlassung der Letzteren ist noch nicht Sicherheit dafür, und ohne dass sie einem Nachbar von dem anderen geleistet wird, kann jener diesen, welchen er dazu aufgefordert hat, als einen Feind behandeln. Die bürgerliche Verfassung in jedem Staate soll republikanisch sein. Wenn die Bestimmung der Staatsbürger dazu erfordert wird, um zu beschließen, ob Krieg sein solle oder nicht, so ist nichts natürlicher als das, da sie alle Drangsale des Krieges über sich selbst beschließen müssten, als da sind, selbst zu fechten. Die Kosten des Krieges aus ihrer eigenen Habe herzugeben, die Verwüstung, die er hinter sich lässt, kümmerlich zu verbessern, sie sich sehr bedenken werden, ein so schlimmes Spiel anzufangen. Da hingegen in einer Verfassung, wo der Untertan nicht Staatsbürger, die also nicht republikanisch ist, es die unbedenklichste Sache von der Welt ist, weil das Oberhaupt nicht Staatsgenosse, sondern Staatseigentümer ist, an seinen Tafeln, Jagden, Lustschlössern, Hoffesten durch den Krieg nicht das Mindeste einbüßt, diesen also wie eine Art von Lustpartie aus unbedeutenden Ursachen beschließen und der Anständigkeit wegen dem dazu allezeit fertigen diplomatischen Korps die Rechtfertigung desselben gleichgültig überlassen kann. Thank you.
Nur kurz was Technisches. Wir haben eine festgelegte Reihenfolge, die bleibt auch, verändert sich auch nicht dadurch, dass wir dennoch in den Einführungen anders vorgehen. Da gibt es eine andere Reihenfolge wiederum. Im nächsten Leseblock, der aus Texten besteht, die von mir, nur von mir ausgewählt wurden, haben wir es mit drei Autoren und einer Autorin der literarischen Moderne zu tun, deren Geburtstage dicht beieinander liegen, zwischen 1890 und 1901. Alle sind relativ jung gestorben. Zwei haben den Ersten Weltkrieg erlebt, die anderen beide Weltkriege. Die finnland-schwedische Dichterin Edith Södergran etwa ist 1923 gestorben, gerade einmal 31-jährig. Sie hat insbesondere den finnlandschwedischen Modernismus beeinflusst. Und da ihr Gedicht, das heute gelesen wird, »Das Land, welches nicht ist«, heißt, muss vorerst nichts mehr zu dessen Verhältnis, zu Utopie, hinzugefügt werden. Bei Franz Werfels sogenanntem Reiseroman »Stern der Ungeborenen« ist es wiederum kompliziert. Der jüdische Autor starb 55-jährig im amerikanischen Exil, kurz nachdem er das Manuskript beendet hatte. In Stern der Ungeborenen kommt viel zusammen, etwa das Genre der Science Fiction mit Anleihen von Dantes Göttliche Komödie und eine Exilliteratur,
in der die amerikanische Wirklichkeit gespiegelt wird. Der Roman entwirft eine Utopie, um sie sogleich zu kritisieren. Der Ideengeschichte einer Welt ohne Ökonomie werden letzte Fragen aus dem jüdischen als auch christlichen Glauben zur Seite gestellt. Der tschechische Dichter František Halas, auch ihn werden wir hören, er starb 1949, 48-jährig, schaut dorthin, wo sich, ähnlich der Karte Europa, ein Fleck zeigte. Wir, die Nachgeborenen, bewohnen diesen utopischen Fleck. Als Staatenverbund hat er sogar einen amtlichen Namen. Aber er ist fragil und wieder allseitig in Gefahr. Das Vokabular von Halas könnte nicht aktueller sein. Blut signiert, Kanonengerülps, Vollbluttext, Gezisch irrfliegende Kriegseisen und so weiter. Was nur noch unser Erbe sein sollte, das Erbe einer vergifteten Ideengeschichte, ist wieder als Realität voll ausgebrochen. Und last but not least, Urmuz, den wir gleich als Ersten hören werden. Er hat 1923, 40-jährig, den Freitod gewählt. Sein schmales Prosawerk, vor allem aus Kurzgeschichten, hat aber gereicht, um ihn als Vorläufer der rumänischen Avantgarde anzuerkennen. Insofern passt es ganz gut, dass ausgerechnet der großartige rumäniendeutsche Wortakrobat Oscar Pastior sein kongenialer Übersetzer wurde. In Nach dem Gewitter geschieht Absurdes oder je nachdem Groteskes und vor allem taucht dort während einer sogenannten Unterkunftssuche der Hauptfigur ein Baum auf den sie klettert, um die Ankunft des Morgens zu erwarten. Ein Baum vielleicht als Nichtort, nirgend Heim, nirgend Land. Der rumänisch-französische Dramatiker des Absurden, Eugen Ionesco, hat Urmuz einen Bewohner der Zukunft genannt. Die Urmuz-Utopie, so Ionesco, weist nach oben. Er ist ein kosmischer Innenarchitekt, ein Konstrukteur von Interieurs, die fast irdisch aussehen, aber Kommunikationsrohre besitzen. Seine Menschen sind in den Kosmos verschüttete Wesen. Sie fallen in Kaskaden oder schlängeln sich nach einem heimlich vermittelten Prinzip über die Ränder der vertrauten Natur. Urmuz, Nach dem Gewitter. Der Regen hatte aufgehört und die letzten Wolkenreste liefen auseinander. Mit nassen Kleidern und in Unordnung geratenen Haaren irrte er durch die Dunkelheit. Unversehens stand er vor der altmodischen Krypta des Klosters, an welcher er nun schnupperte und circa 56 Mal hintereinander leckte, doch ohne Ergebnis. Verärgert zog er das Schwert und stürzte in den Klosterhof, wurde aber rasch vom sanften Blick einer Henne umgestimmt, die ihm mit einer schüchternen, doch von christlicher Barmherzigkeit beflügelten Geste aufforderte, sich zu gedulden. Nach und nach sich beruhigend, dann bis zu Tränen gerührt und von Schauern der Reue erfasst, ließ er alle Rachegedanken ein für allemal fahren und begann, nachdem er die Henne auf die Stirn geküsst, in sämtlichen Zellen die Dielen zu fegen und mit Schutt zu schrubben. Dann zählte er seine Barschaft und kletterte auf einen Baum, um die Ankunft des Morgens zu erwarten. Welch eine Pracht, welch eine Erhabenheit, rief er verzückt im Anblick der Natur, räusperte sich und hüpfte von Ast zu Ast, wobei er heimlich dafür sorgte, Brummfliegen in den Äther entweichen zu lassen, unter deren Schwanz er lange Streifen aus feinem Velinpapier angebracht hatte. Doch sein Glück währte nicht lange. Drei Wanderer, die sich zunächst als seine Freunde ausgaben, um schließlich durchblicken zu lassen, man habe es bei ihnen mit Abgesandten des Fiskus zu tun, fingen an, ihm allerlei Schwierigkeiten zu machen. Angefangen damit, dass sie schon den Aufenthalt auf einem Baum für rechtswidrig erklärten. Und so versuchten sie,
mit allerlei schrägen Mitteln, ihn zum Verlassen des Baumes zu bewegen. Aber alle Verlockungen, Säcke voller Mietzins, Gedankensplitter und Sägemehl, ließen ihn gleichgültig und kalt. Und er begnügte sich damit, schlicht und einfach sein Armutszeugnis hervorzuholen, das er zufälligerweise an jenem Tag bei sich trug und das ihn dazu berechtigte, sich in Hockstellung auf dem Zweig eines Baumes aufzuhalten, völlig gebührenfrei und solange es ihm beliebte. Um trotzdem zu zeigen, dass er es ihnen nicht übel nahm und um ihnen gleichzeitig eine zarte Lektion in puncto Takt und Umgangsformen zu erteilen, kam er herunter, zog das Schwert und ging freiwillig in den übel riechenden, schlammigen Teich, der in der Nähe war, und pudelte dort fast eine Stunde lang herum, worauf die fiskalische Abordnung, gebrochen und beschämt, Stantepede sich aus dem Staube machte und dabei überall, bergauf und bergab, in den Dörfern und in den Städten, einen pestilenzialischen Fiskalgeruch verbreitete. Schmerzlich berührt und aller Illusionen beraubt, zählte er seine Barschaft und kletterte wieder auf den Baum, von wo er dieses Mal unter perversem Lächeln auf die ganze Gegend hühnerte. Hierauf bedauerte er aufrichtig, was er getan, stieg dennoch moralisch sehr erleichtert vom Baum, säuberte sich mit einem Zentimetermaß, stopfte sich die Henne, indem er das Freiheitslied anstimmte, und das Jackett und verschwand mit ihr in der Dunkelheit. Es heißt, er sei in seine Geburtsstadt gezogen und habe dort beschlossen, mit ihr, der Henne, einen Hausstand zu gründen und für seine Mitmenschen nützlich zu werden, indem er ihnen die Kunst des Hebammenhandwerks beibrachte. Franz Werfel. Der Großbischof trommelte nervös mit den Fingern auf der Armlehne und sah zur Seite. Weder liebt es ein Musiker, wenn ein Laie mit ihm über den Kontrapunkt spricht, noch ein Theologe, wenn ihn ein Laie mit metaphysischen Spekulationen erschreckt. Er sagte: Bleiben wir auf der Erde, mein Sohn. Sie haben hier in diesem Raum von der Welt ohne Ökonomie geschwärmt. Halten Sie Ihr Urteil aufrecht. Die Welt ohne Ökonomie, fuhr ich fort, steht höher als die Welt mit Ökonomie. Das heißt, richtiger gesagt, sie ist höher entwickelt, wie zum Beispiel eine elektrische Hotelküche höher entwickelt war als das nackte Feuer, an dem der Wilde seine Jagdbeute briet. Das will aber durchaus nicht heißen, dass die höher entwickelte Speise auch vortrefflicher schmeckt. Mich würden die raffinierten mentalen Suppen und Cremes auf die Dauer ermüden. Und ein Kongress von Gourmands dürfte ohne Zweifel feststellen, dass auf nacktem Holzfeuer der Braten am besten gerät. So liegt es im Leben, dass jeder Gewinn auf einen Verlust beruht und umgekehrt. Ich hoffe, dass trotz des Dschungelsieges die ökonomielose Welt aufrechterhalten bleibt. Sie ist eine bessere Welt, obwohl der Mensch in ihr nicht besser ist. Doch wenn der Mensch moralisch auch nicht besser ist, er ist ästhetisch schöner geworden. Er ist nicht nur schöner geworden, sondern auch erkennender. Dafür aber auf der Verlustseite wieder matter und kälter. War der Mensch früher schuldig, unschuldig, so ist er jetzt unschuldig, schuldig. Werden Ihre Zeitgenossen alles glauben, was Sie ihnen wahrheitsgemäß zu berichten haben? Danke Eurer Lordschaft, sagte ich beglückt, indem ich ein weiteres Glas Wein in Empfang nahm. Meine Zeitgenossen werden sich kaum darüber wundern, dass der Arbeiter und sein Clan aus den Strahlen der Sonne und anderer Lichtgestirne die vereinfachten, vergeistigten Gebrauchsartikel einer numerisch zusammengeschrumpften Menschheit herstellt und auf kürzestem Weg in die Häuser transportiert. Das 20. Jahrhundert war die frühe und plumpe Wiege jener späten kosmischen Industrie, die auf der Ausnutzung der stellaren Grundkräfte beruht. Der populärwissenschaftliche Journalismus meiner Zeit warf zwar schon mit Alpha-, Beta-, Gamma-Strahlen um sich, die altmodischen Fernsubstanzzertrümmerer waren zwar noch nicht erfunden, aber
der primitivsten Zertrümmerungsart gewisser Atome und der Entbindung der ungeheuren Weltallkräfte war man schon auf der Spur. Auch die Einrichtung des Chapels wird meiner Meinung nach nicht auf unüberwindlichen Zweifel stoßen. Dass die tellurische Gesinnung der Menschen sich zur kosmischen Gesinnung hinentwickeln muss, das ahnten die feineren Geister aller Zeiten. Ich hoffe, dass Sie die Bereitschaft Ihrer Zeitgenossen, über die ich kein Urteil habe, nicht überschätzen. Nun aber verraten Sie mir, mein Freund, was man Ihnen bestimmt nicht glauben wird. Also bestimmt nicht glauben wird man mir, dass eurer Lordschaft und der Jude des Zeitalters existieren. Ja, warum wird man Ihnen diese bescheidenste aller Tatsachen nicht glauben? Weil gerade diese bescheidenste aller Tatsachen ohne übernatürlichen Glauben nicht zu glauben ist. Ohne den Glauben an die erstletzte und endgültige Offenbarung der unbeweglichen Wahrheit durch das Alte und Neue Testament ist die Annahme, dass die Kirche Christi und Israel durch die Jahrhunderttausende fortbestehen, nicht nur ein Ammenmärchen, sondern ein Ärgernis. Den echten übernatürlichen Glauben besitzen aber nur die wenigsten meiner Zeitgenossen. Die anderen werden sagen, wenn alle primitiven Religionen durch fortschreitende Erkenntnisformen abgelöst worden sind, so kann die Kirche Christi mit ihren geschichtsbedingten Mythologien und Dogmen die fortschreitenden Erkenntnisformen nicht überlebt haben. Aber werden die standhaften Juden nicht glauben, dass sie die Zeit überlebt haben? Ein paar fromme Orthodoxe vielleicht, die werden es glauben, aber gar nicht wissen wollen. Die modernen Juden jedoch werden meinen Bericht von Minion Man und seinem Sohn ungern hören, weil ihr Ziel die nationale Normalisierung ist, das heißt das Verschwinden. Mein Sohn, Sie übertreiben. In den Anfängen der Menschheit hat es mehr gute Christen gegeben als heute. Diese guten Christen werden sich mit ihrem Bericht freuen. Die Protestanten und nationalchristlichen Sekten werden sich kaum darüber freuen, dass die katholische Kirche das Rennen gemacht hat. Ich schenkte mir vom Wein ein, wenn auch nur ein halbes Glas. Das halbe Glas Wein war genau um ein halbes Glas zu viel. Der Kopf drehte sich mir. Ein unsäglicher Seelenschmerz stieg in die Kehle. Zugleich aber begann ein Ausspruch des Großbischofs, den er bei unserer letzten Begegnung getan hatte, quälend in meinem Gehirn zu rotieren. Es geschieht zuweilen in tiefer Nacht, in einem Wellental zwischen Schlaf und Schlaf, dass irgendein Wort, irgendeine Handlung, die wir am Tag ohne Kritik hingenommen haben, sich plötzlich als Lüge oder als Untreue grell entschleiert und unsere leidende Seele ganz überwuchert. Nein, ich konnte nicht schweigen, so spät es auch war und so fröhlich der Raum sich auch um mich drehte. Ich habe das Wichtigste noch auf dem Herzen. Sie haben noch wenige Minuten, mein Sohn. Genau so viel, wie zwischen Erstarrung und Befreiung liegt. Und wenn ich nur noch eine Minute hätte, ich kann nicht anders. Sie haben mir gesagt, dass die Welt jetzt und hier um Jahrtausende Jahre böser, sündiger, das heißt von Gott entfernter ist als zu meiner Zeit. Wenn das wahr ist, kann ich nicht leben. Habe ich das wirklich gesagt? Sie haben es gesagt. Dann habe ich nur die halbe Wahrheit gesprochen. Ein Großbischof spricht keine halbe Wahrheit. Richtig, mein Kind. Aber es kommt vor, dass ein Großbischof manchmal nur die Hälfte der Wahrheit spricht. Was ist die andere Hälfte? Er näherte mir seinen großen weißen Kopf, der eine einzige Freundlichkeit war. Die andere Hälfte der Wahrheit ist sehr einfach, mein Sohn. Wir entfernen uns nicht nur von Gott durch die Zeit, sondern wir nähern uns auch Gott durch die Zeit, indem wir uns vom Anfang aller Dinge weg und zum Ende aller Dinge hin bewegen. Und nun erging es mir ähnlich, wie es mir auf Johannes Evangelist ergangen war. Als ich angesichts der neunfachen Sonnengewalt gelernt hatte, dass die Energie eines Gestirns größer sein kann als sie selbst.
Das Zimmer drehte sich nicht mehr um mich. Und ein geistiges Glück ohnegleichen entzückte mein Bewusstsein. Heute verstehe ich nicht mehr mit derselben Deutlichkeit und Intensität, was ich in jener Minute verstand. Ich verstand, dass wir aus der Wärme fort in die Kälte gehen und doch zu gleicher Zeit aus der Kälte in die Wärme und ebenso aus dem Licht in die Finsternis, wie gleichzeitig aus der Finsternis ins Licht. In dieser unbegreiflichen Doppelbewegung bewegt sich die Geschichte des Menschen und die Geschichte der Menschheit. Die Gerade der Zeit beugt sich in jener Sekunde vor dem Schöpfer in anbetender Krümmung. Und so sind wir geborgen, weil die Entfernung nichts anderes ist als eine Form der Annäherung. Edith Södergran, das Land, welches nicht ist. Ich sehne mich nach dem Land, welches nicht ist. Denn alles, was ist, bin ich müd zu begehren. Der Mond berichtet mir in silbernen Runen von dem Land, welches nicht ist. Das Land, wo alle unsere Wünsche wunderbar erfüllt werden. Das Land, wo alle unsere Ketten fallen. Das Land, wo wir unsere zerfleischten Stirnen kühlen im Tau des Monds. Mein Leben war ein heißer Irrtum. Aber eines habe ich gefunden. Und eines habe ich wirklich gewonnen. Den Weg zu dem Land, welches nicht ist. Im Land, welches nicht ist, da geht mein Geliebter mit der leuchtenden Krone. Wer ist mein Geliebter? Die Nacht ist dunkel und die Sterne zittern Antwort. Wer ist mein Geliebter? Wie ist sein Name? Die Himmel wölben sich höher und höher und ein Menschenkind ertrinkt im endlosen Nebel und weiß keine Antwort. Aber ein Menschenkind ist nichts anderes als die Gewissheit. Und es streckt seine Arme aus, höher als alle Himmel, und es kommt eine Antwort. Ich bin der, den du liebst und den du immer lieben wirst. František Halas, Europa. Die ihr noch weinen könnt. Euch allen komme ein Lächeln über fallendem Laub, Blättern, Blut signiert von der Zeit und tauscht den Luxus eurer Zweifel ein in Hoffnung. Ich werde euch etwas Trauriges sagen. Unter der schwarzen Sonne gelbem Herzen zeigte sich ähnlich der Karte Europas ein schwarzer Fleck. Im Kanonengerülps, der Psalmen-Vollbluttext stieg aus den Städten, in deren Eingeweiden benagt von Ratten der Gegenwart Wickelbalg lag. Nur durchs Gezisch irrefliegender Kriegseisen schallendes Männergelächter. Die Distel voll Stolz war gefeit und Europa kommend in mulmige Jahre Spiegeschichte. Im Monat der Rosen, Zeit der Verbrechen, glänzte ihres Gesichts Insignie auf. Die Brustwarzen, Asche vom Säugen des Todes, geschwärzte Brandstatt der Liebe, benetzt vom Blut vergeblicher Abenteuer. Sie schämt sich der Lichtschönheit toter Soldaten, der kopflosen Vögel, wendet zurück sich immer wieder. Der rosigen Tage gedenkt sie, vernarrter auf ihren Pfaden verloren gegangener Dichter, wie Zeichen zur Rückkehr gestreut. Tod hat sie aufgepickt. Und die Wege säumt nur der Käuzchenruf. Die Chor von Runzeln bedeckte den Schild ihrer Schönheit. Schattenflor fiel auf die Welt. Jetzt schwenkt sie rasend im Lauf Worte wie einen Thyrsos, wirkt an bitterer Erinnerung, pudert mit schrindendem Lehm sich.
Sie liebt die Nacht, den sommergoldsprossigen Torso der schwarzen Venus, in sanfter Qual teilend die Liebe mit ihr. Im Flutschwall der Stimmen beginnt der Gefühle Ebbe. Dunkelheit, Fichte, Blitz zerspalten, stürzt im morgendlich steigenden Rauschen der Vogelschwärme. Batterie, Poesie explodiert. Der Blütenseelenrest ragend im Lehm. Wie Gelenke von Totengebein stampft ihn nieder, schreit Brot und schreit Spiele in Liebe zu ihrer Vergeblichkeit, die mehr ist als unser Herz. In Liebe zu ihrer Vergeblichkeit, die mehr ist als unser Herz. Meine Damen und Herren, Gedichte zu interpretieren ist eine undankbare Aufgabe. Aber dieses Wort, Vergeblichkeit, es wird doch oft, viel zu oft mit Europa in Verbindung gebracht. Wir UkrainerInnen können uns den Luxus des Europaskeptizismus nicht mehr leisten. Aber wir wissen sehr gut, wie es ist zu scheitern und immer wieder von vorne anfangen. Momentan würden wir die Weltmeisterschaft in der Kunst des Nicht-Aufgebens sicherlich gewinnen. Die vielleicht größte Herausforderung der europäischen Utopie besteht darin, sie mit nationalen Utopien zu verbinden, dafür zu sorgen, dass die eine fließend in eine andere übergeht, anstatt mit ihr in Widerspruch zu geraten. Auch wir haben hier viel zu sagen. Sowohl ukrainische als auch krimtatarische Autorinnen und Autoren, wie zum Beispiel Ismail Kasprinsky, schrieben im 19. Jahrhundert über die Unmöglichkeit der Existenz ukrainischer oder muslimischer nationaler Ideen in einem außereuropäischen Kontext. Ich würde mir wünschen, dass auch die Texte, mit denen ich aufgewachsen bin, heute vorgetragen werden, aber leider sind die meisten davon nicht ins Deutsche übersetzt worden. Man hat sich in Deutschland eher mit Puschkin beschäftigt. Trotzdem möchte ich einige utopische Zeilen unseres Nationaldichters Taras Schewtschenko zitieren, die er kurz nach seiner jahrzehntelangen Verbannung und vor dem Tod 1860 geschrieben hat. Schewtschenkos Name haben Sie wahrscheinlich in den letzten 2 Jahren öfter gehört. Vielleicht haben Sie Fotos seiner Denkmäler mit einem durchschossenen Kopf gesehen. Bis heute bleibt er absurderweise der größte Feind der russischen imperialen Hegemonie in der Ukraine. Hier sind seine Worte, aktuell wie damals. Aber zertreten wird einst das Korn, das Zaren säten, und Menschen wachsen. Ungezeugt verkommt das ganze Zarenzeug. Dann wird auf der erneuten Erde kein Feind mehr hausen, uns zum Hohn. Dann gibt es Mutter, gibt es Sohn, dann gibt es Menschen auf der Erde. Ein anderer ukrainischer Autor, Volodymyr Vinnitschenko, schrieb schon im 20. Jahrhundert eine klassische Dystopie unter dem Titel »Die Sonnenmaschine«. Auch dieser Roman blieb bisher in deutscher Sprache unübersetzt. Aber ich bin stur und erzähle kurz darüber. Mit Hilfe einer schlauen Sonnenmaschine also hat die Menschheit einen Weg gefunden, sich einfach und direkt vom Sonnenlicht zu ernähren. Nach einer kurzen Euphorie kam aber eine Katastrophe. Wie wir erahnen können, wurden wohlgenährte Menschen mit viel freier Zeit, da sie nicht mehr arbeiten mussten, trotzdem nicht glücklich. Heutzutage ist es zumindest in diesem Teil der Welt, in dem wir uns befinden, üblich, Sehen Sie, man bereitet sich vor
und verliert irgendwo einen Zettel und ist außer Nein, alles gut. Heutzutage ist es zumindest in diesem Teil der Welt, in dem wir uns befinden, üblich, über totale Herrschaftssysteme zu schimpfen. Doch vor nicht allzu langer Zeit waren Millionen von Europäern froh, all ihre hart erkämpften Rechte zu opfern, um ein Rädchen im Gewaltapparat totalitärer Regime zu werden. Der Staat kontrollierte ihr Leben nicht nur physisch, er schlief in ihren Betten und bestimmte ihre Träume. War das ein gutes Gefühl, keine Wahl und keine Meinung zu haben? Es muss noch etwas anderes als Angst geben, wenn es der Menschheit so schwer fällt, der Versuchung des Totalitarismus zu widerstehen. Wir kennen George Orwells Dystopie 1984 und viel weniger aber den Roman Kallocain der schwedischen Autorin Karin Boye, geschrieben und veröffentlicht 1940, den Orwell gelesen haben musste. Ich lade Sie ein, sich einen kleinen Auszug aus diesem fein geschriebenen, klugen Roman anzuhören. Karin Boye wird in ihrem Heimatland mehr als Dichterin verehrt, was ihre unglaubliche Gabe, die herannahende Finsternis zu erkennen und dafür Worte und Gefühle zu finden, nicht schmälert. Eine andere Dichterin, die Nobelpreisträgerin Wisława Szymborska, hatte es nicht nötig, düstere Dystopien zu erdenken, denn sie lebte in einer solchen, im sozialistischen Polen. Nicht jedem Schreibenden gelingt es, eine Diktatur ohne mit Talent unvereinbare Kompromisse zu überleben. Szymborska schaffte es mehr oder weniger mit Würde. Sie hat einige Briefe unterschrieben, die sie vielleicht hätte nicht unterschreiben sollen, aber sie hat die Gedichte hinterlassen, die man bis heute nicht ohne Genuss lesen kann. Ihre Bitterkeit und Melancholie, Verzweiflung, aber auch die Zärtlichkeit, die daraus entsteht, gehen mir sehr nahe. Zugleich sind ihre Gedichte ein Klagelied auf jenen gestohlenen Teil der europäischen Utopie, der erst jetzt nach Hause zurückkehrt, obwohl der Kampf mit dem Dieb noch andauert. Wir hören uns ein Gedicht von ihr und dann gibt es noch eine kleine Überraschung von einem Autor, den man nicht vorstellen muss. Karin Boye. Wir benötigen nicht ihre Hände, sondern ihr Nervensystem, erklärte ich ihm. Außerdem kann ich ihm bereits jetzt versichern, dass unser Experiment weder qualvoll sein noch irgendwelche Schäden hinterlassen wird, nicht einmal vorübergehend. Nummer 135 streckte sich noch etwas mehr, sofern dies überhaupt möglich war. Als er antwortete, glich seine Stimme fast einer Fanfare. Ich bedauere, dass der Staat noch keine größeren Opfer von mir verlangt hat. Ich bin zu allem bereit. Natürlich, das bezweifle ich nicht. Dann ließ ich den Mann auf einen bequemen Stuhl Platz nehmen, der eigens für mein Experiment herbeigeschafft worden war, schlug seinen Ärmel hoch, säuberte die Armbeuge und stach die kleine, mit blassgrüner Flüssigkeit gefüllte Spritze hinein. Als Nummer 135 den Stich spürte, spannte sich sein Gesicht an, sodass es beinahe schön wurde. Ich muss gestehen, dass ich das Gefühl hatte, auf dem Stuhl vor mir einen Helden zu sehen. Wie fühlen Sie sich? Danke, immer wie immer, antwortete Nummer 135, sprach aber auffallend langsamer, als wollte er es so überspielen, dass seine Lippen zitterten.
Während er dort saß und auf das Einsetzen der Wirkung wartete, studierten wir seine Karteikarte, die er auf den Tisch gelegt hatte. Als das erledigt war, wandte ich mich erneut an Nummer 135 zu, der anfing, sich auf seinem Stuhl zu winden. Nun? Der Mann lachte kindlich und verblüfft. Ich fühle mich unheimlich gut. Ich habe mich noch nie so gut gefühlt. Aber was hatte ich für eine Angst? Der Augenblick war gekommen. Wir lauschten aufmerksam, mein Herz pochte. Und wenn der Mann nun nichts sagte, wenn er gar nichts auf dem Herzen hatte, das er anderen verschwieg, wenn das, was er gleich sagen würde, nichts Besonderes war, wie sollte mein Kontrollchef dann jemals überzeugt werden? Dann passierte etwas, worauf ich nicht gefasst war. Der stämmige, grobschlächtige Mann begann hemmungslos zu schluchzen. Er sank auf seinem Stuhl herab, sodass er wie ein Lappen über der Armlehne hing und warf sich, begleitet von langgezogenen Stöhnen, langsam rhythmisch hin und her. Was ist los? Er richtete den Blick auf uns. Man sah sehr wohl, dass er sich unserer Gegenwart und Fragen bewusst war, obgleich er vielleicht nicht genau wusste, wer wir waren. Ich bin so unglücklich. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Ich weiß nicht, wie ich das aushalten soll. Was aushalten? Das hier alles. Ich habe keine Angst. Ich habe immer solche Angst. Nicht jetzt, aber sonst eigentlich immer. Vor den Experimenten? Ja, natürlich vor den Experimenten. Im Moment verstehe ich nicht, wovor ich Angst habe. Es tut entweder weh oder es tut nicht weh. Man wird entweder zum Krüppel oder man wird wieder gesund. Man stirbt oder man lebt weiter. Außerdem fürchtet man sich ohnehin mehr vor dem, was sie sagen. Du bist feige, würden sie sagen. Und das ist schlimmer als alles andere. Du bist feige. Aber falls ich meine Stelle verliere, dann finde ich eben eine andere. Irgendwo haben sie doch immer eine Verwendung für einen. Sie werden gar nicht dazu kommen, mich hinauszuwerden. Ich gehe von selbst, scheide freiwillig aus dem freiwilligen Opferdienst, so freiwillig, wie ich gekommen bin. Seine Miene verdüsterte sich. Aber er wirkte nicht unglücklich, sondern dumpf und verbittert. Ich hasse sie. Ich hasse sie, wie sie ohne Makel und Gebrechen durch ihre Labore laufen, ohne sich vor Wunden und Qualen und unerwarteten und erwarteten Folgen fürchten zu müssen. Später gehen sie dann nach Hause zu Frau und Kindern. Ihr glaubt ihr denn, einer wie ich kann eine Familie haben? Während ich langsam mehr blassgrüne Flüssigkeit in das Blut von 135 entließ, sagte ich an ihn gewandt, recht schneidend, Sie haben ja selbst richtig darauf hingewiesen, dass es freiwilliger Opferdienst heißt. Worüber haben Sie sich da zu beklagen? Sicher, ich bin selbst hier hingegangen. Aber ich wusste nicht, dass es sein würde, wie es dann war. Ich dachte schon, dass es bedeuten würde, zu leiden, aber auf eine andere, eine feierliche Art. Und zu sterben, aber auf einen Schlag oder voller Begeisterung, nicht Tag und Nacht, Stück für Stück. Ich stand da und drehte ein Glasröhrchen. Der Mann muss irgendwie pervers sein, sagte ich leise zu meinem Chef. Aus meiner Abteilung waren wir 10, die sich angemeldet haben, mehr als aus allen anderen im gesamten Jugendlager. Ich habe mich oft gefragt, wie ich eigentlich dazu kam. Es lief alles nur auf den freiwilligen Opferdienst hinaus. Vorträge, Filme, Gespräche, der freiwillige Opferdienst. Wir gingen hin und meldeten uns an. Verstehen Sie die Gesichter? Verstehen Sie wie Feuer? Nicht wie Fleisch und Blut. Heilig, göttlich. In den ersten Jahren dachte ich, wir haben etwas ganz anderes und Größeres erleben dürfen als gewöhnliche Sterbliche. Aber wir können es nicht. Ich kann es nicht. Ich kann die Erinnerung nicht mehr festhalten. Sie gleitet davon, immer weiter, weiter weg. Ich glaube, sie ist verbraucht.
weil ich zu häufig nach ihr gesucht habe. Ich will doch nur ein ganz gewöhnliches Leben führen, um den Sinn wiederherzustellen. Ich habe zu viel auf mich genommen, ich halte das nicht aus. Morgen gehe ich hin und teile es ihnen mit, dass ich aufhöre. Eine Art Entspannung trat ein. Auf seinem Gesicht begann sich eine grünliche Blässe auszubreiten. Sein Körper ruckte fast unmerklich in leichten Zuckungen. Ich reichte ihm beruhigende Tropfen in einem Glas Wasser. Er erholt sich gleich wieder. Nur wenn die Wirkung nachlässt, ist ihm für einen Moment leicht übel. Dann ist es vorbei. Die unangenehmste Arbeit hat er in gewisser Weise wahrscheinlich noch vor sich. Wieder in die Angst und das Schamgefühl zu schlüpfen. Geistesabwesend griff Nummer 135 nach dem Blatt und torkelte auf die Tür zu. Dort blieb er für einige Sekunden unentschlossen stehen, drehte sich dann auf einmal steif um und stammelte: Da darf ich vielleicht nur sagen, dass ich nicht begreife, was in mich gefahren ist. Niemand liebt seinen Dienst mehr als ich. Und es kommt für mich selbstverständlich nicht in Frage, ihn aufzugeben. Ich hoffe inständig, dass ich meinen guten Willen zeigen darf, indem ich für unseren Staat die schwersten Experimente erdulde. Szymborska. Morgen, ohne uns. Der erwartete Morgen ist kühl und neblig. Von Westen her beginnen Regenwolken aufzuziehen. Die Sicht wird schlecht sein, die Straßen glatt. Allmählich im Laufe des Tages unter dem Einfluss eines Hochs von Norden sind örtlich Aufheiterungen möglich. Doch bei starken und wechselhaften Windstößen kann es Gewitter geben. In der Nacht klart es fast im ganzen Land auf, nur im Südwesten sind Niederschläge nicht auszuschließen. Die Temperatur wird merklich fallen, dafür steigt der Luftdruck. Der nächste Tag verspricht sonnig zu werden, obwohl jene, die leben, noch einen Regenschirm brauchen. Jorge Luis Borges, die Eloy und die Morlocks. Der Held des Romans The Time Machine, den der junge Wells 1895 veröffentlichte, reist mittels eines mechanischen Geräts in eine ferne Zukunft. Er entdeckt, dass das Menschengeschlecht sich in zwei Spezies geteilt hat. Die Eloy, zerbrechliche und untüchtige Aristokraten, die in üppigen Gärten leben und sich von Früchten ernähren. Und die Morlocks. Ein Volk von unterirdischen Proletariern, die durch ihre Arbeit in der Dunkelheit blind geworden sind und die durch den Zwang der bloßen Gewohnheit immer noch verrostete und unübersichtliche Maschinen in Gang setzen, die nichts erzeugen. Brunnen mit Wendeltreppen verbinden beide Welten. In mondlosen Nächten steigen die Morlocks aus ihren Verliesen und fressen die Eloy. Es gelingt dem Helden, in die Gegenwart zu fliehen. Als einzige Trophäe bringt er eine unbekannte und verdorrte Blume mit, die zu Staub zerfällt und erst Jahrtausende später geblüht haben wird. Der Abglanz. Die ganze Welt besteht aus zwei Teilen, von denen der eine sichtbar und der andere unsichtbar ist. Der Sichtbare ist nur der Abglanz des Unsichtbaren. Thank you.
Wir nähern uns dem Ende der Parade der Utopien, die Alexandru und ich zu unserem Trost, aber auch zu unserem Vergnügen erdacht haben. Denn das Vergnügen an Geschichten und Gedichten, das Bedürfnis, etwas anderes zu sehen und zu hören als das, was die Wirklichkeit bietet, ist vielleicht die ursprüngliche Aufgabe der Literatur. In diesem Sinne ist jedes Schaffen, jede Kunst eine Sehnsucht nach dem Unsichtbaren und damit eine Utopie. Der Mensch hat gelernt, aus der Wirklichkeit etwas zu erschaffen, das noch nicht existiert, das aber existieren könnte, ob es nun gut oder schlecht sei. Gewalt ist Teil dieses Prozesses immer gewesen. Kürzlich besuchte ich eine archäologische Ausstellung in Tübingen, wo ich eine Mammutfigur sah, die aus einem Mammutstoßzahn geschnitzt wurde. Das geschah vor 40.000 Jahren. Der Mensch hat also einen Mammut getötet, um daraus ein kleines künstliches Mammut zu schnitzen, das er aber in der Lage war zu begreifen. Mir scheint, dass sich seither nicht viel geändert hat. Anstatt die Welt, die Natur und das Leben in seiner ganzen Komplexität wahrzunehmen, versuchen wir, sie zu vereinfachen, zu reduzieren und an unserem Vorstellungsvermögen anzupassen. Das Ergebnis ist Kunst, aber auch eine Hölle, die wir uns selbst schaffen, indem wir uns in Aggressoren, Opfer und stumme zeugende Gewalt aufteilen. Ist es überhaupt möglich, eine Welt ohne Gewalt zu schaffen? Ich habe keine Antwort auf diese Frage. Ich bin nicht einmal nah daran, sie zu beantworten. Eine meiner Lieblingsautorinnen im deutschsprachigen Raum, Ingeborg Bachmann, hat einmal einen umstrittenen Gedanken geäußert. Gewalt, im Original Faschismus, beginnt in der Beziehung zwischen einem Mann und einer Frau. Sie war alles andere als eine Utopistin. Und doch, sie hat sich bemüht, um die Hoffnung nicht zu verlieren. Das dürfen wir auch nicht. Das ist dann auch die letzte Einführung eines Autors oder einer Autorin heute Abend. Und bevor ich sie beginne, danke ich meiner Mitkuratierenden Tanja Maljatschuk. Und dieser letzte Autor heißt Paul Celan. Ich werde nicht viele Worte über ihn verlieren. Er ist für mich, was ich immer wieder sage, wenn ich danach gefragt werde, ein Lebensautor. Als er 1920 geboren wurde, gehörte Czernowitz, seine Geburtsstadt, der vier Sprachenlieder, wie Rosa Ausländer es vielleicht formulieren würde, noch zu Rumänien, seine Leidensgeschichte und die seiner Familie während der NS-Zeit ist gut dokumentiert und das Fundament einer Poesie geworden, wie es sie vorher nicht gab und niemals mehr geben wird. Als er die Meridianer Rede, aus dem wir gleich wirklich nur ganz kurze Ausschnitte hören werden, in Darmstadt hielt, anlässlich des Georg-Büchner-Preises 1960, war Paul Celan bereits traumatisiert von der sogenannten Goll-Affäre. Ich habe es gezählt, er wendet sich sage und schreibe 17 Mal an das Darmstädter Publikum mit der Anrede, meine Damen und Herren, er sucht den Dialog, performt sein dialogisches Prinzip, von dem er so sehr überzeugt gewesen ist und das er mit Martin Buber und Ossip Mandelstamm teilte. Diese Anrede ist nun aber gekürzt worden für heute Abend. Die Meridianer Rede ist die vielleicht bekannteste poetologische Rede der Literaturgeschichte. Inzwischen lasten darauf Berge von Forschung. Ich mache es daher auch hier persönlich und hoffe, dass auch Ihnen so ergehen wird, dass Sie die Formulierungen, die Sie gleich hören werden, für eine lange Zeit beglücken. Ich meine solche Ermunterungen wie: Geh mit der Kunst in deine allereigensten Enge und setze dich frei. Oder die Dichtung dieser Unendlichsprechung von lauter Sterblichkeit und umsonst. Oder die Dichtung als ein sich vorausschicken zu sich selbst auf der Suche nach sich selbst, eine Art Heimkehr. Was Paul Celan in dieser
atemberaubenden, schwindelerregenden Rede betreibt, nennt er selber Topos-Forschung. Das Gedicht also ist nichts anderes als Ortskunde. Eine Suche mit unruhigem Finger auf eine Kinderlandkarte. Nach dem Nirgendheim, Nirgendland, das nirgendwo sonst besser zum Ausdruck kommt als im Wort Entwo, im Gedicht Deine Augen im Arm, wo die Sprache am dichtesten ist, aber in ihrer Verstümmeltheit eben auch nur noch ein Schatten ihrer selbst. Der Ausschnitt aus der Meridianrede. Wir sind bei einer offenbleibenden, zu keinem Ende kommenden, ins offene und leere und freie weisenden Frage. Wir sind weit draußen. Das Gedicht sucht, glaube ich, auch diesen Ort. Das Gedicht mit seinen Bildern und Tropen. Wovon spreche ich denn eigentlich, wenn ich mit diesen Worten vom Gedicht, nein, von dem Gedicht spreche? Ich spreche ja von dem Gedicht, das es nicht gibt. Das absolute Gedicht, nein, das gibt es gewiss nicht. Das kann es nicht geben. Aber es gibt wohl mit jedem wirklichen Gedicht, es gibt mit dem anspruchslosesten Gedicht diese unabweisbare Frage, diesen unerhörten Anspruch. Und was wären dann die Bilder? Das einmal, das immer wieder einmal und nur jetzt und nur hier wahrgenommene und wahrzunehmende. Und das Gedicht wäre somit der Ort, wo alle Tropen und Metaphern ad absurdum geführt werden wollen. Topos-Forschung, gewiss, aber im Lichte des zu Erforschenden, im Lichte der Utopie. Und der Mensch und die Kreatur in diesem Licht. Es ist Zeit, umzukehren. Ich bin am Ende, ich bin wieder am Anfang. Elagissez la. Diese Frage tritt mit ihrer alten, mit ihrer neuen Unheimlichkeit an uns heran. Ich bin mit ihr zu Büchner gegangen. Ich wollte mit meinem Widerspruch da sein, die Kunst erweitern? Nein. Sondern geh mit der Kunst in deine allereigenste Enge und setze dich frei. Ich bin diesen Weg gegangen. Es war ein Kreis. Zweimal bei Lucilles, es lebe der König, und als sich unter Lenz der Himmel als Abgrund auftat, schien die Atemwende da zu sein. Und einmal waren wir in die Nähe eines offenen und freien gelangt und zuletzt in die Nähe der Utopie. Die Dichtung, meine Damen und Herren, diese Unendlichsprechung von lauter Sterblichkeit und umsonst. Erlauben Sie mir in aller Kürze und aus einer anderen Richtung nach demselben zu fragen. Vor einem Jahr brachte ich eine kleine Geschichte zu Papier, in der ich einen Menschen wie Lenz durchs Gebirg gehen ließ. Ich hatte mich von einem 20. Jänner, von meinem 20. Jänner her geschrieben. Ich bin mir selbst begegnet. Geht man also, wenn man an Gedichte denkt, geht man mit Gedichten solche Wege? Sind diese Wege nur Umwege, Umwege von dir zu dir? Aber sind ja zugleich Wege, auf denen die Sprache stimmhaft wird. Es sind Begegnungen, Wege einer Stimme zu einem wahrnehmenden Du. Kreatürliche Wege, Daseinsentwürfe vielleicht, ein sich vorausschicken zu sich selbst, auf der Suche nach sich selbst, eine Art Heimkehr. Ich muss mich hüten, wie mein hier wiedergefundener Landsmann Karl Emil Franzos, das Kommode, das nun gebraucht wird, als ein Kommendes zu lesen. Von hier aus, also vom Kommoden her, aber auch im Lichte der Utopie, unternehme ich jetzt Topos-Forschung.
Ich suche die Gegend, aus der Reinhold Lenz und Karl Emil Franzos kommen. Ich suche auch, denn ich bin ja wieder da, wo ich begonnen habe, den Ort meiner eigenen Herkunft. Ich suche das alles mit unruhigem Finger auf der Landkarte, auf einer Kinderlandkarte, wie ich gleich gestehen muss. Keiner dieser Orte ist zu finden. Es gibt sie nicht, aber ich weiß, wo es sie zumal jetzt geben müsste, und ich finde etwas. Ich finde etwas, das mich auch ein wenig darüber hinwegtröstet, in ihrer Gegenwart diesen unmöglichen Weg, diesen Weg des Unmöglichen gegangen zu sein. Ich finde das Verbindende und wie das Gedicht zur Begegnung führende. Meine Damen und Herren, ich finde etwas wie die Sprache, Immaterielles, aber Irdisches, Terrestrisches, etwas Kreisförmiges, über die beiden Pole in sich selbst zurückkehrendes und dabei heitererweise sogar die Tropen durchkreuzendes. Ich finde einen Meridian. Auszug aus einem Gespräch mit Gerda Haller von Ingeborg Bachmann. Man hat mich schon manchmal gefragt, warum ich einen Gedanken habe oder eine Vorstellung von einem utopischen Land, einer utopischen Welt, in der alles gut sein wird und in der wir alle gut sein werden. Darauf zu antworten, wenn man dauernd konfrontiert wird mit der Abscheulichkeit dieses Alltags, kann ein Paradoxon sein. Was wir haben, ist nichts. Reich ist man, wenn man etwas hat, das mehr ist als alle materiellen Dinge. Und ich glaube nicht an diesen Materialismus, an diese Massengesellschaft, an diesen Kapitalismus, an diese Ungeheuerlichkeit, die hier stattfindet, an diese Bereicherung der Leute, die kein Recht haben, sich an uns zu bereichern. Ich glaube wirklich an etwas, und das nenne ich, ein Tag wird kommen. Und eines Tages wird es kommen. Ja, wahrscheinlich wird es nicht kommen, denn man hat es uns ja immer zerstört. Seit so vielen tausend Jahren hat man es immer zerstört. Es wird nicht kommen, und trotzdem glaube ich daran. Denn wenn ich nicht daran glauben kann, kann ich auch nicht mehr schreiben. Ich werde nie mehr ein Gedicht schreiben. Es gibt nur noch ein Gedicht danach, und das ist Böhmen liegt am Meer. Ein Nachzügler. Und heute bin ich froh, dass ich es geschrieben habe. Es ist für mich das Gedicht, zu dem ich immer stehen werde. Es ist gerichtet an alle Menschen, weil es das Land ihrer Hoffnung ist, das sie nicht erreichen werden. Und trotzdem müssen sie hoffen, weil sie sonst nicht leben können. Und dieses Gedicht allein macht mir eine große Freude. Nicht, weil ich es geschrieben habe. Nicht ich bin es. Es ist jemand anderer. Für mich ist es ein Geschenk. Und ich habe es nur weiterzugeben an alle anderen, die nicht aufgeben zu hoffen auf das Land ihrer Verheißung, auf dieses Land, das sie nicht erreichen werden. Ja, nicht erreichen, aber nicht aufhören werden zu hoffen. Paul Celan, deine Augen im Arm. Deine Augen im Arm, die auseinandergebrannten, die dich weiter wiegen im fliegenden Herzschatten. Dich. Wo? Mach den Ort aus. Mach's Wort aus. Lösch. Miss, Aschenhelle, Aschenelle, geschluckt. Vermessen, entmessen, verortet, entwortet, entwo. Aschen, schluck auf. Deine Augen im Arm. Immer.
letzte Gedicht. Ingeborg Bachmann. Böhmen liegt am Meer. Sind hierorts Häuser grün, tret ich noch in ein Haus. Sind hier die Brücken heil, geh ich auf gutem Grund. Ist Liebesmüh in alle Zeit verloren, verliere ich sie hier gern. Bin ich's nicht, ist es einer, der ist so gut wie ich. Grenzt hier ein Wort an mich, so lass ich's grenzen. Liegt Böhmen noch am Meer, glaub ich den Meeren wieder. Und glaub ich noch ans Meer, so hoffe ich auf Land. Bin ich's, so ist's ein jeder, der ist so viel wie ich. Ich will nichts mehr für mich, ich will zugrunde gehen. Zugrund, das heißt zum Meer, dort find ich Böhmen wieder. Zugrund gerichtet wache ich ruhig auf, von Grund auf weiß ich jetzt und ich bin unverloren. Kommt her, ihr Böhmen alle, Seefahrer, Hafen, Huren und Schiffe, unverankert. Wollt ihr nicht böhmisch sein, Illyrer, Veroneser und Venezianer alle, spielt die Komödien, die Lachen machen und die zum Weinen sind. Und irrt euch hundertmal, wie ich mich irrte und Proben nie bestand, doch hab ich sie bestanden, ein um das andere Mal. Wie Böhmen sie bestand und eines schönen Tags zum Meer begnadigt wurde und jetzt am Wasser liegt. Ich grenz noch an ein Wort und an ein anderes Land. Ich grenz wie wenig auch an alles immer mehr. Ein Böhme, ein Vagant, der nichts hat, den nichts hält. Begabt nur noch vom Meer, das strittig ist, Land meiner Wahl zu sehen. Thank you.
Thank you, ladies.